Liebe Schwestern, liebe Brüder, der heilige Ambrosius kommentiert unsere Stelle des Evangeliums mit dem Wort: Solange wir leben, bleiben wir Arbeiter. Sowohl das Wort Jesu wie auch der Kommentar des heiligen Ambrosius sind in unserer Ruhestands- oder Vorruhestandsgesellschaft relativ schwer zu vermitteln. Solange wir leben, bleiben wir Arbeiter. Einer, der dieses Wort aufgegriffen hat, das Wort Jesu vom Sklaven, ist Paulus, der sich konsequent Sklave Jesu Christi nennt. Wenn man das heute irgendwo sagt, dann heißt es direkt, ja, das stimmt ja irgendwie gar nicht. Wir sind doch Kinder Gottes. Wir sind doch die freien Kinder Gottes. Wie sollen jetzt plötzlich Sklaven? Paulus sagt doch selber, wir sind aus der Sklaverei herausgekauft. Ja, aber Paulus wäre eben nicht Paulus, wenn er nicht einen durchaus feinen und intelligenten Unterschied machte. Ja, wir sind Kinder Gottes, aber eben Sklaven Christi. Wir müssen beides miteinander denken. Manchmal habe ich Mühe, mir Paulus im Ruhestand vorzustellen. So in einer Apartmentwohnung in Rom. Kriegt er das Essen gebracht, so Essen auf Rädern, gab es vielleicht damals schon. Und er genießt seinen Ruhestand. Ab und zu wird er eingeladen, einen kleinen Vortrag zu halten oder nochmal hier und dort zu predigen. Das wäre ja immerhin schon viel für den Ruhestand. Diese Vorstellung, liebe Schwestern und Brüder, ist sehr, sehr tief in unser Bewusstsein eingedrungen. Man kann das gut daran ablesen und wahrscheinlich bekomme ich jetzt einen auf den Deckel, wenn ich das sage, wie Priester ihren Ruhestand verbringen, wie Beamte manchmal. Die hören einfach auf und ziehen sich ins Privatleben zurück, so wie Paulus im Ruhestand, den es nie gab. Die Mitbrüder, die ein Leben lang gearbeitet haben, in dieser kompliziert gewordenen Welt, die war vielleicht auch damals schon kompliziert, nur auf andere Weise, die haben sicher eine Ruhe verdient. Und dennoch müssen wir bei diesem Wort bleiben. Die alten Mitbrüder haben es verdient, nicht mehr auf Sitzungen gehen zu müssen. Aber sie bleiben Priester. Und das sollte auch die Kirche in ihrem Denken mit einbeziehen. Wie viele leidende alte Mitbrüder gibt es, die öffentlich nicht mehr zelebrieren dürfen? Weil das nicht in die Pastoralpläne passt. Weil die damit ja die Zukunft verändern, auf die wir uns so vorbereiten müssen. Ja, ist ja ganz schön, wenn wir uns auf eine Zukunft vorbereiten müssen, aber wenn man die Gegenwart nicht ernst nimmt, wie will man sich denn auf die Zukunft vorbereiten? Solange wir leben, sind wir Arbeiter, sagt Ambrosius, Sklaven Christi. Ich habe nur ein Beispiel erzählt, vielleicht das, was mir am nächsten ist. Was dieses Wort bedeutet. Es heißt nicht, dass wir unsere Ruhestandsregelungen verändern müssen, staatlich gesehen. Aber es sagt etwas über unser inneres Verhältnis zu Christus. Dass es nicht nur, wenn wir ein geistliches Leben führen wollen, Zeitlebensarbeit bleibt, bis zum letzten großen Examen, dem Examen Mortis. Der Arbeit, der Prüfung des Todes, sondern dass wir Sklaven Christi sind. Das kann man von zwei Seiten sehen. Sklave Christi, so wie Paulus es verstand, heißt, ganz zu ihm gehören, bedingungslos. Es gibt nichts anderes, was man sich vorstellen könnte, weil wir eben nicht mehr gebunden sind an die Sünde. Nicht mehr gebunden sind an diese Welt mit all ihrem schillernden Kram, der doch nur nichts ist, sondern gebunden an Christus, unweigerlich. Eigentlich ist das etwas Schönes.